Willkommen zu einem weiteren Technikvideo der Carlei, heute zum Thema Etiketten einlegen beim AP200, dem halbautomatischen Etikettenapplizierer von Afinia. Stecke die bedruckte Etikettenrolle über den Rollenhalter. Dabei muss die Rolle gegen den Uhrzeigersinn eingelegt werden. Zentriere die Rolle mit Hilfe des aufgedruckten Lineals am Rollenhalter und führe die Führungen zur Rolle. Lass dabei aber etwas Luft, damit die Rolle abrollen kann. Drückst du sie zu fest, wird die Rolle blockiert und kann dabei nicht abrollen. Installiere den Halter zurück in den Applikator und führe das Etikettenmaterial unter die erste Führungsrolle durch den Sensor. Auf der Seite des Applikators ist eine hilfreiche technische Zeichnung, die dir erklärt, wie man es richtig macht. Wir haben ein weiteres Video, wie man den Sensor kalibriert. Ziehe das Etikettenmaterial weiter über die erste weiße Rolle und achte hier darauf, dass die Rolle zentriert ist. Auch hier nutzt du das Lineal. Jetzt muss das Material zwischen die zwei Zugrollen. Dazu drückst du rechts und links auf die Verschlüsse. Die erste Rolle kommt dann etwas nach vorne und du kannst einfach das Material durchführen. Führe das Material mindestens so weit durch, dass es wieder über die Etikettenrolle führt. Alle Etiketten dazwischen entfernst du. Jetzt ist das Material gut ausgerichtet und du klickst wieder auf die beidseitigen Verschlüsse, um die Zugrollen wieder näher zusammenzubringen. Jetzt kannst du die Medienführung herunterziehen. Als letztes solltest du noch die Etikettenführung direkt nach der Rolle feststellen. Auch hier gilt nicht zu feste, sonst wird der Transport des Materials verhindert, aber nicht zu locker, sonst kann das Material zu beiden Seiten abgleiten und wird nicht zentral auf deine Beutel aufgebracht. Ich hoffe, dieser technische Beitrag zum Afinia AP200 hat euch gefallen. Ihr findet weitere Videos in unserer Playlist und auch hier unten in unserer Infobox, auf der ihr gerne klicken könnt. Wenn ihr weitere Fragen zum Gerät habt, schreibt uns gerne eine E-Mail oder ruft uns an auf info@carlei.eu oder auf unserer Webseite carlei.de.